Auf der Gynäkologie hat eine schwangere Frau mit Komplikationen zu kämpfen. Sie ist in Begleitung ihrer besten Freundin von der Notaufnahme zu Ärztin Christine Klaassen überwiesen worden. Die nervöse Patientin sorgt sich sehr um ihr ungeborenes Wunschkind. Ich bin schwanger von meinem absoluten Traummann. Ja, das ist aber schön. Ja. Ja, na, dann wollen wir doch mal schauen, was ist denn das Problem, dass Sie hier in der Klinik sind? Es kommt jetzt schon Milch aus meinen Brüsten, weil ich halt schwanger bin. Und ich wollte mich noch mal untersuchen lassen, dass auch alles okay ist, dass wir bestätigt kriegen. Okay, dann gehen wir gleich mal ins Behandlungszimmer rüber und schauen uns das mal an. Ja. Und, aus der Ambulanz? Ja. Und was hat man da schon gemacht? Schon Blut abgenommen? Ja, Blut wurde schon abgenommen. Oh, okay, dann warten wir drauf, das Ergebnis. Aber vorher war ich natürlich bei Ihnen ein Ultraschall, dass wir da ganz sicher sind. Wir haben natürlich die Patientin Fischer ausführlich danach gefragt, ob sie schon Schwangerschaftsteste gemacht hat oder ob sie auch bei ihrer Gynäkologin war. Das war sie. Und jedes Mal war der Test negativ und auch die Gynäkologin hat keine Schwangerschaft bestätigen können. Ich habe jetzt hier auch den Uterus, aber ich kann leider kein Embryo sehen. Das kann nicht sein. Ich fühle doch, dass da was ist. Ja, das schauen wir uns dann gleich noch mal an. Ja, wischen Sie mal bitte ab. Ich schaue mir mal dazwischen die Laborwerte an. Also, ich mache sie mal sauber. Ja. Also, ein ganz wichtiger Wert für eine Schwangerschaft ist das Beta-HCG. Und das steigt schon nach dem 11. Tag der Befruchtung an. Ja. Und das ist bei Ihnen nicht vorhanden. Also das heißt, also das Labor sagt, dass Sie nicht schwanger sind und auch der Ultraschall sagt, dass Sie nicht schwanger sind. Das kann nicht sein. Ich fühle doch, dass da was ist. Also Sie sagen ja, Sie haben ja so einen vermehrten Milchfluss aus Ihrer Brust. Weil ich schwanger bin. Ja, aber nicht, weil Sie schwanger sind. Da gibt es andere Ursachen, warum es sein könnte, warum Sie einen vermehrten Milchfluss aus der Brust haben. Das müssen wir halt abklären. Solche vermehrten Milchausflüsse aus den Brüsten gibt es auch bei bestimmten Krankheiten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Ursache ergründet. Können Sie den BH mal bitte öffnen, so dass wir jetzt einen Abstrich machen können. So, super. So gut. Und wir machen jetzt einen Abstrich und schicken das dann ins Labor, um mal zu schauen, was es ist. Ne? Und einmal rechts. Schreiben Sie es dann bitte drauf. Einmal rechts. Da die junge Frau nicht schwanger ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen, woher die Flüssigkeit aus den Brüsten stammt. Unter anderem werden die Milchgänge geröntgt. In der Zwischenzeit sehen Gynäkologin und Schwester nach einer Patientin, die wegen einer Brustentzündung auf der Station liegt. Frau Otto, wie geht's Ihnen? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ist es schon besser geworden. Und es ist auf jeden Fall nicht mehr vergleichbar mit den letzten Tagen. Die Patientin Otto war bei uns auf Station mit einer Mastitis, also mit einer Brustentzündung. Und wir haben diese Entzündung der Brust sehr gut in den Griff bekommen mit einer ausführlichen Antibiose. Und wie geht's Ihnen sonst? Können wir Sie dann allmählich dann entlassen? Oder? Ja, ich hätte da noch so, ist mir... Ja, also ich habe so ein leichtes Jucken und Brennen im Intimbereich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht, dass ich eine Tamponallergie oder irgendwie was in der Richtung habe. Naja, Tamponallergien gibt es ja. Das wäre jetzt nicht ganz ungewöhnlich, eine Unverträglichkeit. Weil der Tampon ja sehr viel Flüssigkeit aufsaugt und die Vagina und die Scheide austrocknet. Aber ich denke mal, wir werden vorsichtshalber mal eine Untersuchung machen. Und dann schauen wir mal nach, was da die Ursache sein könnte. Ja, ich wollte nur angesprochen haben, ich habe im Internet mal nach vergleichbaren Sachen gesucht, ob es da irgendwie eine Alternative gibt. Und bin auf die Menstruationstasse gestoßen. Also das wäre eine Alternative bei einer Unverträglichkeit von einem Tampon. Aber ich würde es Ihnen dann gerne mal erklären. Wir haben dann in dem Raum, haben wir dann auch... eine Bildtafel, wo man Ihnen das erklären kann, wie es funktioniert. Nicht? Und das machen wir dann in Ruhe. Ne? Aber erstmal machen wir die gynäkologische Untersuchung, damit Sie dann auch wissen, was es ist, ob es eine Allergie ist oder was anderes. Bei der gynäkologischen Untersuchung hat Ärztin Christine Klaassen schnell eine Vermutung, woher der Juckreiz im Intimbereich der Patientin stammen könnte. Die mikroskopische Betrachtung des Abstrichs bestätigt den Verdacht schließlich. Ja, Frau Otto, ich kann Ihnen sagen, es ist nichts Schlimmes, aber
Es ist ein behandlungsbedürftiger Befund. Es ist ein Scheidenpilz. Okay. Also das ist nichts Schlimmes. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass Ihr Immunsystem durch die Erkrankung der Brust etwas heruntergefahren war und sich dadurch ein Pilz in Ihrer Scheidenwand ausbreiten konnte. Häufig ist die Ursache ein Antibiotikum oder auch ein Kontakt, ein zwischenmenschlicher Kontakt. Und ich verordne Ihnen eine Salbe, die Sie dann immer einführen. Und wir kontrollieren dann nach ein paar Tagen noch mal. Haben wir Salbe da? Genau, dann gut, dann können wir. Dann fangen Sie bitte sofort an. Vielleicht ziehen Sie sich vorher auch dann Handschuhe an, weil damit Sie sich nicht irgendwo anders noch infizieren. Okay. Ja, dann übergebe ich Ihnen die schon mal. Und, Sie hatten das eben noch angesprochen. Ja, dann haben wir ja noch die Geschichte mit der Menstruationstasse. Ich kann sie Ihnen jetzt mal zeigen. Ich habe auch hier noch mal so ein Bild. Nicht? Und die Schwester Anna zeigt Ihnen das, wie es funktioniert. Also das ist Silikon, ja, Vollsilikon, tut keine Allergie auslösen. Und es wird auseinandergenommen, sehen Sie jetzt so, dann wird das ganz klein gefaltet. Ja. Dann kann man noch ein Gleitmittel dazu tun, weil das ja natürlich auch einen gewissen Widerstand gibt. Und dann führt man das ein. Und dann geht das natürlich auseinander und legt sich natürlich an die Wand an, sodass da nichts dazwischen rauslaufen kann. Die Menstruation sammelt sich da drin. Und Sie müssen es natürlich dann hier an diesem Zipfel wieder entfernen. Die 21-Jährige will künftig eine Menstruationstasse verwenden. Ihr Pilz ist nach einigen Tagen abgeklungen. Etwas später liegen die Ergebnisse der Patientin vor, die unter Milchfluss leidet. Die Röntgenbilder der Brüste zeigen mögliche Gewebeveränderungen. Ja, die sieht aber ganz normal aus. Das ist ja gar nichts. Die Infrarotthermografie von der Frau Fischer ist im Normbereich. Die Mammographie ist im Normbereich. Und die anderen Laborwerte waren auch im Normbereich, bis auf das erhöhte Prolaktin. Was uns natürlich sehr verwundert und uns natürlich auch sehr, sehr beunruhigt. Jetzt müssen wir weiter forschen, was die Ursache ist. Wir haben noch mal Blut abgenommen, ja, und haben noch mal einen Wert bestimmt, den Prolaktinwert. Und der ist massiv erhöht. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da ist eine Möglichkeit, dass Sie haben Erkrankungen, zum Beispiel eine Überfunktion oder eine Unterfunktion Ihrer Schilddrüse, Bluthochdruck. Nehmen Sie eventuell ein Psychopharmakon? Nein. Auch nichts? Nein. Weil das wären alles Sachen, wo man sagen könnte, das könnte die Ursache des erhöhten Prolaktinspiegels sein und dadurch natürlich auch dieser ständige Milchfluss. Nee, ich nehme gar nichts. Wir nehmen gar nichts. Keine Medikamente, gar nichts. Frau Fischer, da Sie ja mir leider gar keine Angaben machen können, was die Ursache ist, müssen wir natürlich noch weiter forschen, warum dieser vermehrte Milchfluss da ist. Und da gibt es eine Untersuchung und da werden die Milchgänge gespült. Das war eine sehr unangenehme Untersuchung, die hätte ich Ihnen wirklich gerne erspart. Aber da wir nicht wissen, was die Ursache ist, müssen wir leider diese Untersuchung machen. Nee, ich aber eigentlich nicht. Ja, aber wir müssen ja dahinter kommen, warum der Wert so erhöht ist. Schatz, hallo. Hallo. Schatz. Hey. Und? Leider nicht schwanger. Nicht schwanger, okay. Und ja, jetzt? Bleibst du hier, oder? Ich weiß, ich muss, glaube ich, erst mal hier bleiben. Geht's nicht so gut. Ja gut, ist ja halb so wild, ne? Hast ja hier ein gutes Team um dich herum. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich muss jetzt gleich wieder los. Wohin denn? Ich dachte, ich bin mit Jordi noch verabredet. War den ganzen Tag jetzt mit ihm schon unterwegs. Muss jetzt gleich zum Fußball noch. Ja, ich dachte, du bleibst hier bei mir. Ich wollte mich jetzt mal kurz erkundigen, ob alles in Ordnung ist hier. War so nebenbei die Tasche mit den Sachen, hast du mit? Die Tasche habe ich vergessen, sorry. Ich habe extra angerufen. Ja, ja, das ist schon mal her. Nimm doch einfach einen Schlüssel von ihr und dann kannst du die noch gerade organisieren. Ich bin den ganzen Tag unterwegs, sorry. Okay, mach's gut. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, das tut mir also wirklich leid. Das war nicht so, wie Sie sich das erhofft haben, nicht? Das war jetzt wirklich. Ich verstehe das nicht. Wie Sie doch, wie es mir geht. Und er geht lieber zum Fußball, als hier das bei mir zu bleiben. Nett.
Warum ist er so zu mir? Das ist total gefühllos. Ich würde ganz gerne mal mit Ihnen ganz alleine reden. Wäre das möglich, könnte ich Sie wollen mal wir noch bitten, mal einen Kaffee trinken gehen? Dass Sie mal mit der Schwester Birgit noch mal rausgehen. Und ich möchte gerne noch mal mit der Frau Fischer alleine reden. Ja. Kopf hoch. So. Von denen nehme ich mit, brauchst du nicht, ne? Können Sie hier lassen, wir können gleich wieder rein. Ja, für Geld. Also Sie sind ja wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Sie haben sich ja nun gedacht, mit Ihrem Freund ein Leben aufzubauen, eine Familie aufzubauen, zusammenzuleben. Aber man merkt es ja, dass es mehr von Ihnen kommt. Wie lange müssen Sie diesen Zustand denn schon aushalten? Ist ja nicht immer so. Ich weiß, dass er mich auch liebt. Aber Sie sind doch in einer psychischen Ausnahmesituation. Können Sie mir denn nicht wirklich mal ehrlich sagen, was Sie tun? Nehmen Sie sich denn irgendwo professionelle Hilfe an, dass Sie vielleicht mal zu einer Psychologin gehen oder so etwas? Weil das kann man doch alleine gar nicht durchstehen. Ich war mal bei jemandem. Ich hatte mal eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Und dann war ich auch bei jemandem, aber ich dachte, ich schaffe das dann schon alleine. Und hat denn die Psychologin Ihnen ein Psychopharmakon verschrieben? Ja. Und Sie nehmen das? Sie nehmen das immer noch? Ja, manchmal. Ich sollte es nehmen, wenn es mir ganz schlecht geht. Wir wissen aus Erfahrung, dass ein Antidepressivum als Nebenwirkung erhöhten Milchfluss in den Brüsten hervorrufen kann. Jetzt wissen wir doch wenigstens, warum Sie diesen Milchfluss haben, obwohl Sie nicht schwanger sind. Weil manche Psychopharmaken erhöhen das Prolaktin und das macht wieder den erhöhten Milchfluss. Also, dieses Psychopharmakon wird abgesetzt. Das geht nicht anders. Und ich mache Ihnen einen Termin in unserem Haus bei unserer Psychologin. Und die wird Ihnen ein neues Psychopharmakon aufschreiben, eins, was nicht den Prolaktinwert im Blut erhöht. Nachdem wir das medizinisch abklären konnten, kann man natürlich der Frau Fischer nur alles Gute wünschen, dass sie die Kraft hat, sich von ihrem Freund zu trennen, weil das wird sie weiterhin unglücklich machen. Und Sie haben so eine liebenswürdige Freundin, die wird Ihnen sicher helfen. Und versuchen Sie, Ihr Leben in die Hand zu nehmen, Ihr eigenes Leben. Dankeschön. Nicht? Und dann wird es Ihnen auch besser gehen. Ich gucke morgen noch mal nach Ihnen. Und ich werde es gleich veranlassen, dass Sie einen Termin bei unserer Psychologin kriegen. Ich mache das dringend, damit das dann auch vielleicht heute Abend, aber spätestens morgen sein wird. Ja? Ja, ich schicke dann Ihre Freundin wieder rein. Danke. Der Wunsch nach einem Kind war so groß, dass die Patientin wirklich glaubte, schwanger zu sein. Eine Therapie soll helfen, sich von ihrer unglücklichen Beziehung zu lösen. Der Milchfluss konnte nach Einnahme eines Prolaktinhemmers und dem Wechsel der Psychopharmaka gestoppt werden.